auch geglaubt. Und es wurde dir vorgelebt von deinen Eltern. Und das war das anzustrebende Gesellschaftssystem. Wurde es dann sozusagen geschluckt und der Kapitalismus gewann. Dann warst du natürlich in einer Glaubenskrise. Und hast dich natürlich gefragt, wofür hast du das jetzt alles in der Schule gelernt? Wofür bist du permanent diesen politischen Weg gegangen, mitgegangen, auch vorne weggegangen? Und ich war jemand, der dieses System immer für gut empfand, weil auch einfach im Alter von 16 Jahren du keine Hintergrundinformationen hattest, wie dieses System ja auch manipuliert war. Und dann ist es die Situation in der Tat so, dass du relativ ratlos am Anfang erstmal bist und auf der Suche nach der Wahrheit. Mhm. Wahrheit ist ein gutes Stichwort. Und vielleicht kann man auch mal den aktuellen Bezug machen. Also verstehst du oder kannst du dich einfühlen in die Menschen beispielsweise in Russland, aber auch wir, die wir jeden Tag manipuliert werden, wenn es um die Frage geht, ein Feindbild aufzubauen. Also die bösen Ukrainer, die bösen Russen, die böse EU, die bösen Amerikaner beispielsweise. Ist das etwas, was du gut nachvollziehen kannst, weil du im Nachhinein auch gemerkt hast, wie sehr du möglicherweise auch manipuliert worden bist? Ich glaube, dass wir in Deutschland in der jetzigen Zeit mit dem Thema sehr vorsichtig umgehen müssen. Also gerade wenn das Thema Ukraine auf den Tisch kommt. Weil ich glaube, dass auch unsere Medien da eine ganz entscheidende Rolle spielen und nicht alles richtig machen, was wirklich passiert. Ich glaube auch, dass wir uns als Land und als Politik zu sehr amerikanisieren lassen und vielleicht auch die Objektivität verlieren für das, was wirklich passiert. Gerade wenn es um das Thema Ukraine geht, ist es ein und ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv damit, ein sehr sensibles Thema und habe das Gefühl, dass uns da teilweise in Deutschland auch von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht die Wahrheit gesagt wird und dass wir zu sehr am amerikanischen Tropf hängen und zu sehr dem hinterherlaufen, was die Amis uns vorleben und wir zu wenig souverän selber agieren als ein souveräner Staat Deutschland, der wir sein sollten und der unsere eigenen europäischen Interessen und unsere eigenen nationalen Interessen vertritt. Und da glaube ich, in dem Punkt sind wir da. Wenn du das mal vergleichst, Stefan, mit dem, was du selbst erlebt hast, was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich merkt, ah, Moment mal, ich wachse da jetzt auf, gut behütet, Eltern waren sehr erfolgreiche Sportler, deinerseits. Dieses Sportsystem in der DDR war ein funktionierendes System und wir wollen gar nicht weiter über diesen Fall reden, Stefan, aber wenn du heute zum Beispiel dir die Wahlergebnisse in Sachsen anschaust, NPD, gerade mal eben so nicht rein in den Landtag, was geht dir da durch den Kopf? Warum ist das so? 4,9%. Also über die NPD, 15, 16 und ich so glaube, dass man über die NPD nicht diskutieren muss. Das ist für meine Begriffe eine Partei, die man nicht thematisieren muss in der Öffentlichkeit und über die man auch nicht diskutieren muss. Aber wenn wir über... Wenn wir über, und daraus resultiert ja auch dieses Wahlergebnis, über die politische Unzufriedenheit im Land allgemein diskutieren, dann ist es in der Tat ein Thema, worüber man reden muss. Mhm. Und wenn man merkt, wie unverantwortlich die öffentlichen Medien auch mit systemkritischen Menschen umgehen, und wenn ich sehe, dass zum Beispiel der Spiegel einen Artikel über Xavier Naidoo schreibt und ihn versucht, in die rechte Ecke zu rücken über ein Lied, was er schreibt und über Kommentare, die er von sich lässt, die sehr systemkritisch sind, dann ist es sehr gefährlich. Und dann sage ich, da muss, glaube ich, auch die mediale Zunft etwas umdenken und etwas sensibler reagieren, weil nicht jeder, der systemkritisch ist, ist sofort in der rechten Ecke anzusiedeln. Und da sollte man ihn auch auf keinen Fall reindrängen. Ja. Da gehört er ja auch nicht rein. Also jeder, der ein bisschen kennt, weiß, dass er da nicht reingehört. Lass uns nicht über diesen Artikel sprechen. Ich habe den auch in seiner Gänze auch nicht wirklich durchdringen können. Wie redest du mit deiner 15-jährigen Tochter darüber? 14, entschuldige. Wenn du ihr solche Dinge erklärst, das ist ja...